Liebe Partner, liebe Fortuna, im Namen der Fortuna darf ich Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen hier zu unserem ersten Fortuna Business Forum. Heute das erste Fortuna Business Forum, Stadt, Politik, unsere Partner und die Wirtschaft von Düsseldorf haben zusammengefunden. Uns war es ein Anliegen, Transparenz zu zeigen, Offenheit zu zeigen, zu informieren und natürlich das Netzwerken zu fördern. Der Henkel möchte natürlich auch der Stadt was zurückgeben, der Region, und dazu gehört ein erfolgreicher Fußballverein. Ja, Fortuna ist eine große Gemeinschaft, Sponsoren, und alle müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, und das ist für mich die volle Kraft voraus, dass alle zusammenarbeiten. Auch in unserer neuen Vorstandszusammenarbeit seit einigen Monaten war es das erste Event dieser Art. Hat sehr viel Spaß gemacht und die Reaktionen, die wir erfahren haben, waren auch sehr, sehr positiv. Schön, auch die anderen Sponsoren zu treffen, sich mit denen auszutauschen, aber auch vom Vorstand aus erster Hand zu hören, wie die Zukunft aussieht. Und heute ist ja deutlich geworden, dass alle das Ziel haben, mittelfristig in der ersten Bundesliga zu sein. Und das wollen wir auch, da würden wir uns drüber freuen. Und das hat der Abend wieder gezeigt. Wir wollen wieder Vertrauen aufbauen, wir wollen Identifikation schaffen, wir wollen Nähe schaffen, und das gepaart mit einem sportlichen Weg und sportlichem Erfolg. Das schönste Feedback, was wir bekommen haben heute Abend, war, diese Veranstaltung war nicht nur Erstligareif, die war Champions League reif. Und das freut uns, dass wir so etwas in dieser Form, in der Art, mit unseren tollen Mitarbeitern auch organisieren konnten.